Hallo, ich bin Simon, dein Muskelmacher. In diesem Video geht es um das Kaloriendefizit und das große Problem, was immer wieder auftritt, wenn man sich eben ein Kaloriendefizit gibt. Als erstes muss man natürlich seinen Bedarf berechnen. Das heißt, da gibt es natürlich auch im Internet so einen Rechner, da gibst du deine Werte ein, beziehungsweise es gibt auch eine Formel, mit der kannst du dann selbst berechnen, welchen Bedarf du eigentlich hast, um eben weder zu noch abzunehmen. Das heißt, dein Bedarf, der könnte hier ungefähr liegen, je nachdem wie groß und wie schwer du bist, könnte der etwa bei 3500 Kilokalorien liegen. 3500 Kilokalorien, genau bei dieser Menge an Energie nimmst du weder zu noch nimmst du ab. Das bedeutet, jetzt müssen wir natürlich ein Defizit setzen, das heißt, wir müssen unterhalb dieser 3500 Kilokalorien kommen, zum Beispiel hierhin bei 3300. Das heißt, wir haben natürlich genau an der Stelle schon ein Energiedefizit, nämlich hier zwischen den Werten 200 Kilokalorien. Soweit alles erstmal ganz gut, auch gerade dieses kleine Energiedefizit, das macht natürlich Sinn, weil man eben nicht so ein extremes Defizit fährt, dass der Körper jetzt ein Riesenproblem hat, sondern eben ein kleines Energiedefizit. Genau das macht Sinn erstmal soweit. Jetzt müssen wir natürlich die Betrachtung über einen gewissen Zeitraum vornehmen. Wir haben hier auf der X-Achse 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen und schauen uns jetzt mal an, wie entwickelt sich denn unser Energiedefizit. Wenn wir jetzt gesagt haben, hier 3300 Kilokalorien, genau den Wert, den wollen wir dauerhaft anpeilen, beziehungsweise machen wir mal so, ja, den Wert wollen wir anpeilen über einen gewissen Zeitraum, dann haben wir natürlich in der Theorie bis hierhin eigentlich ein Energiedefizit. Denn wir gehen davon aus, dass unser Bedarf 3500 Kilokalorien beträgt. So, bis hierhin ist die Sache erstmal wunderschön, denn man hat über einen gewissen Zeitraum von 2, 4, 6, 8 Wochen immer ein Energiedefizit, nämlich im Grunde genommen diese Differenz 200 Kilokalorien. Das große Problem ist jetzt allerdings, dass jetzt was auftritt, was du selber nicht dir wünschst, beziehungsweise was du selber eigentlich auch nicht beeinflussen kannst. Innerhalb der ersten 2 Wochen wird dein Körper relativ schnell merken, dass du ihm weniger Energie zuführst, als dass er sie benötigt und auch als dass er sie gewöhnt ist. Das heißt, die Entwicklung ist nicht diese hier, sondern dein Körper fängt sukzessive an. Ah, ist jetzt ein bisschen schlecht gelaufen, nochmal neu. Fängt sukzessive an, seinen Energiebedarf zu senken. Das heißt, am Ende befinden sich hier beide Linien auf einer Höhe. Das setzt sich dann hier fort. Genau genommen hast du genau in diesem Zeitraum hier in den ersten 2 Wochen ein Kaloriendefizit von 200 Kilokalorien am Tag. Wobei genau genommen ist das auch falsch, denn sukzessive baut dein Körper seinen Bedarf ab und das heißt, du hast gar nicht irgendwie 14 mal 200 Kilokalorien, sondern auch das reduziert sich natürlich langsam. Nach 2 Wochen ungefähr kann man sagen, hast du gar kein Kaloriendefizit mehr. Zu diesem Zeitpunkt hier, genau zu dem hier, muss eine neue Berechnung vorgenommen werden, weil wir auch völlig neue Voraussetzungen haben. Zum Beispiel haben wir hier ein ganz anderes Körpergewicht. Das heißt, du hast innerhalb der ersten 2 Wochen natürlich schon an Gewicht verloren. Genau, das ist eine völlig andere Ausgangsposition. Du hast aber eben auch schon, was den Stoffwechsel angeht, eine andere Voraussetzung. Das heißt, hier an diesem Zeitpunkt heute, T0, ist dein Stoffwechsel noch quasi ganz normal. Später sackt der natürlich auch ein bisschen ab. Genau, das ist eben auch eines der Probleme, die man im Rahmen einer Diät hat. Der Stoffwechsel sackt so ein bisschen ab. Natürlich kann man da mit grünem Tee bzw. mit Grünteeextrakt so ein bisschen gegensteuern, aber wie gesagt, aufhalten, dass der Stoffwechsel sich so ein bisschen verlangsamt, kann man nicht. Hier haben wir schon völlig andere Voraussetzungen nach 2 Wochen und müssten im Grunde genommen hier nochmal den Kalorienbedarf komplett anders berechnen. Hier ist wahrscheinlich der Kalorienbedarf bei 3300 Kilokalorien. Und man müsste, um ein Defizit zu erreichen, jetzt noch weiter runtergehen, beziehungsweise müsste sich wiederum 3100 Kilokalorien geben, damit man in der Tat wieder im Kaloriendefizit ist. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass viele Leute den jetzigen Zeitpunkt betrachten, sagen, jetzt brauche ich 3500 Kilokalorien und jetzt gebe ich mir eben ein gewisses Energiedefizit. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es alles wunderbar, alles richtig, alles toll, aber man darf eben nicht vergessen, dass unser Körper sich den Gegebenheiten anpasst
und dass genau dieser Effekt hier stattfindet. Im Grunde genommen hast du nur in der ersten Zeit, hier laut dieser Grafik, in den ersten 2 Wochen tatsächlich ein Energiedefizit und arbeitest dann kaloriendeckend weiter. Im Rahmen einer Diät gibt es immer wieder den Effekt, dass man sagt, ja, am Anfang sind ja noch die Funde gepurzelt, aber jetzt passiert eben nichts mehr. Natürlich, wie soll auch was passieren? Man ist eben im Lot und befindet sich eben in einem ausgewogenen Verhältnis von Energieaufnahme und Energieverbrauch. Genau das ist der Knackpunkt. Und eben auch was Muskelaufbau angeht, ist man hier im Lot. Für den Muskelaufbau ist das keine schlechte Situation, weil wir uns natürlich hier im Grunde genommen auch in Fluktuation bewegen. Das heißt, man hat mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das, was ich euch hier gerade dargeboten habe, deckt sich natürlich auch mit den Erfahrungen, die viele Leute im Rahmen einer Diät gemacht haben. Das heißt, am Anfang nimmt man ab, später passiert gar nichts mehr. Genau an der Stelle müssen wir jetzt natürlich anfangen neu zu berechnen, aber eben auch mit Sport arbeiten. Das heißt, über den Sport wieder den Energieverbrauch hochsetzen, sind ganz wichtige Instrumente im Rahmen einer Diät. Immer wenn es ums Kaloriendefizit geht, da darf man nicht denken, dass es eine Momentaufnahme ist, sondern das Ganze muss eben über einen gewissen Zeitraum betrachtet werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.